Die letzten Vanlife-Wochen sind angebrochen. In 5 Wochen geht es für uns Richtung Heimat. Jetzt, wo wir wissen, dass unsere Vanlife-Reise bald vorbei ist, können wir die restliche Zeit nochmal ganz anders genießen. Wir sind hier an einem sehr spektakulären Platz gelandet, und zwar am Balus Beach. Der wurde zu einer der schönsten Strände Europas gewählt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuschauen. The world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand. Die letzte Zeit in der Wohnung hatten wir eine richtig schöne Routine aufgebaut. Und zwar haben wir morgens Kaffee getrunken und danach gleich ein bisschen Sport oder Fitness gemacht oder sind erstmal richtig lang mit Nusa spazieren gegangen. Und das wollen wir jetzt hier beibehalten. In unseren letzten Vanlife-Wochen möchten wir so diese Routine einfach mitnehmen, weil die hat uns richtig gut getan. Ansonsten versackt man so, wenn man meiner Meinung nach sich nicht bewegt. Und deswegen sind wir zu einem der schönsten Strände auf Kreta gelaufen. Haben oben geparkt, sind gestern Abend angekommen und machen jetzt erstmal eine kleine, schöne Wanderung. Es ist richtig windig, also mussten wir uns ein bisschen was anziehen. Und jetzt geht es hier diesen langen Weg runter, bis wir dann da unten am Strand sind. Also ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich. Und dann würde ich sagen, let's go. Voll schön hier, oder? Traumhaft, also wirklich schön. Im Sommer ist hier schon die Hölle los und jetzt sind wir einfach ganz alleine. Es ist kein Mensch hier, nicht ja. Ein einziger. Also ich finde es auch richtig schön hier runter zu laufen. Es hat schon so eine ganz besondere Atmosphäre irgendwie. Achso, ich dachte, du würdest sagen, wie lange es gedauert hat. Achso, so 15 Minuten. 15 Minuten hat es gedauert, ja. Sieht länger aus. Aber der Rückweg wird wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Ja. Und irgendwie ist das so, von oben sieht man das, sieht die Bucht noch schöner aus wie von hier unten, aber hier unten ist auch richtig schön, finde ich, weil man sieht noch... Total. Man sieht anders wie von oben. Ein Traum. Ein Träumchen. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, von hier aus wieder zurückzulaufen. Also man kann auf jeden Fall darüber laufen, aber man sieht, wie die Wellen hier immer mehr so reinkommen. Deswegen lieber gehen hier. Ich glaube, es dauert noch, aber ich bin immer so ein kleiner Paniker. Stell dir mal vor, wir bleiben hier stecken ohne Frühstück und müssen warten, bis wieder ebbelt. Nein, das stelle ich mir nicht vor. Also ich verstehe, warum das einer der schönsten Strände ist. Zumindest wurde der mal, ich glaube, in irgendeinem bekannten Magazin wurde der zu einem der 10 schönsten Strände der Welt gewählt. Und ich verstehe auch warum. Einfach, weil es richtig schön ist. Vor allem, der sieht halt auch von oben schön aus und ist auch unten echt schön. Das Wasser ist sowas von türkis. Ist einfach echt traumhaft. Ja. Ja. Ja, das war's. Also wir verstehen es auf jeden Fall und falls ihr auf Kreta seid, solltet ihr euch das auf alle Fälle angucken. Ich finde, so Pflanzen im Van machen schon ganz schön viel aus. Also es ist auf jeden Fall sehr gemütlich und wirkt total wohnlich. Aber es funktionieren auch nicht alle Pflanzen. Wir haben zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht mit Basilikum, Rosmarin, Thymian. Und ja, allen Kakteen aller Art. Jetzt haben wir uns aber um den Basilikum nicht mehr so gut gekümmert und der ist auch schon angeblüht und das heißt, ja, das sieht dann nicht mehr so schön aus. Und weil wir ja immer noch ein paar Wochen hier haben und es gemütlich haben wollen, haben wir uns was geholt. Und zwar 2 Töpfe von Rosmarin. Kretischer Rosmarin für 3,50 je Topf. Und den pflanzen wir jetzt hier ein und werden uns richtig gut drum kümmern. Und dann kann der hoffentlich in ein paar Wochen bei uns zu Hause im Garten schön weiterblühen, falls es bis dahin überlebt. So, aber jetzt erstmal das hier raus. Vielleicht habt ihr auch Ideen oder Erfahrungen mit Pflanzen oder Kräutern im Van, dann könnt ihr uns gerne sagen, was bei euch gut funktioniert hat. Nicht so gut funktioniert hat bei uns zum Beispiel Petersilie und Lavendel. Das hat gar nicht so gut geklappt.
Zack. Und? Sieht das gut aus? Ja. Ach, die in der Mitte hast du einfach gelassen. Ja, ist doch okay. Bisschen Wasser reinmachen. Ja, müssen wir jetzt gleich mal gießen. So, jetzt hätte ich eigentlich noch was zu tun gehabt, aber es ist so windig, dass die Türen hier ständig zufallen. Und ja, dann verschiebe ich das halt auf einen windstilleren Tag. Und was machst du jetzt da hinten eigentlich? Ich bereite schon mal ein bisschen das Abendessen vor. Was gibt's denn heute? Portobello gefüllt mit einer Feta-Creme und dann nochmal ein Gemüseomelett. Okay, das hört sich sehr, sehr lecker an. Der Wind ist eine blöde Kuh. Ja, wir waren ein bisschen spazieren. Nus hat auch schön gekackt. Super windig. Also echt super windig. Mir hat es fast die Mütze vom Kopf geblasen und einmal fast die Kamera. Hier riecht es echt gut. Wir müssen heute gar nicht so spät zu Abend essen, finde ich. Guck, die Pilze sind schon bereit. Oh. Müssen dann noch ein bisschen überbacken werden. Zeig mal. Wow. Wir fahren heute los und haben nämlich gleich nochmal ein Telefonat. Dafür brauchen wir Internet und der Internetempfang hier ist so lala. Und dann müssen wir außerdem auch nochmal in die Werkstatt mit dem Van, weil wir haben ja neue Handbremsen bekommen vor ungefähr einer Woche und die müssen wohl eingefahren werden. Wir sollten so 200 Kilometer ungefähr machen, damit man die danach neu einstellen kann. Ah, das hier ist jetzt nicht die Werkstatt, wäre auch die schönste Werkstatt der Welt, glaube ich, so direkt am Meer gelegen. Der hat heute keine Zeit für uns. Der hat gesagt, ich soll einfach vorbeikommen und er stellt sie uns ein, ohne Termin. Und jetzt hat er keine Zeit für uns. Also wirklich, der will uns wohl einfach ein bisschen veräppeln. Deswegen schlafen wir heute Nacht hier auf dem Stadtparkplatz in Chania. Und es fühlt sich an wie so nach Hause kommen, oder? Ja, wir kennen uns ja hier gut aus. Jetzt gehen wir ein Käffchen trinken, genießen nochmal das Stadtleben. Hier in Chania und morgen früh geht es dann in die Werkstatt, davon komme ich schnell dran und dann geht es weiter Richtung Osten. Ich habe eine kleine Notlüge einsetzen müssen und zwar habe ich gesagt, wir verlassen morgen die Insel, weil ansonsten hat er mich bestimmt bis auf nächste Woche verschoben und ich habe keine Lust, irgendwie eine Woche jetzt noch zu warten. Versprochen ist versprochen, wird auch nicht gebrochen, so, ja, das ist mein Motto. Mal gucken, was überholen macht, weil dann läuft hier vorher rum. Ja, aber auf jeden Fall fühlt es sich an wie nach Hause kommen und das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl, weil das zeigt uns, dass es richtig ist, was wir entschieden haben und ja, es kaum erwarten können. Wir haben jetzt hier so einen richtig schönen Hof entdeckt, den haben wir noch gar nicht gesehen. Wir wollten eigentlich zu unseren Standards-Cafés gehen, wo wir sonst immer sind. Aber es war jetzt spontan und es ist ein schöner Hof und hier ist richtig ruhig und hier können wir noch ein bisschen arbeiten. Und wir haben heute den 19. Januar und es ist einfach so heiß. Ich glaube, es war noch kein Tag so heiß. Ich habe mich schon im Auto gewundert heute, wie heiß es einfach ist. Aber jetzt kann ich hier sogar einfach mit dem Trägerurteil sitzen.
in diesem Hof, ohne, nicht mal in der Sonne. Und es ist einfach warm. Abartig warm. Und es ist richtig schön hier. Es ist wirklich sehr süß. Und ja, hier bleiben wir jetzt mal kurz. Guck mal, wie schön das da aussieht. Die Wand ist voll schön. Richtig schönes, uriges, kleines Käffchen. Ja, ein richtig schöner Hof. Sag mal, du hast doch dein Schweineöhrchen. Nusa. Bist du so eine süße Schnute, oder was? Nein, 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 gibst du nichts. Nein, 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 ich darf dir nichts geben. Wer hat ja denn eine super Schweineohr, wenn sie das nicht isst? Ja, wir haben dir extra ein Schweineohr gekauft. Ein Schweineohr, ein leckeres Schweineöhrchen, guck mal. Und jetzt wird die Handbremse nachgezogen und David zeigt euch mal, wie das aussieht, oder? Ja, ich gehe mal raus mit den Leuten hier. Wir chillen hier noch. Ja, ich kenne mich da ja jetzt nicht so dolle aus, aber meinem Empfinden nach müsste es so sein, dass wenn eine Bremse gewechselt wird, Handbremse oder halt auch die normale Bremse, dass sie halt auch sofort einsatzbereit ist. Ich weiß, dass es bei der Pedalbremse, nenne ich es jetzt mal, dass es so ist, dass man die ersten, sag ich mal, für 500 Kilometer nicht, es wird nicht empfohlen, eine Vollbremsung zu machen oder so eine Schockbremsung, einfach, dass die ja, sich besser einpendelt. Aber bei einer Handbremse ist mir das bis jetzt noch nicht bekannt gewesen, dass wir die quasi erstmal gar nicht nutzen können. Es war so, dass wir die hochgezogen haben und das Auto ist trotzdem gerollt. Und ich glaube, das sollte nicht so sein und deswegen wird das jetzt hier eingestellt. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was oder was ihr dazu sagt. Ja, also wir sind jetzt wieder on the road. Der Roadtrip auf Kreta kann weitergehen. Handbremse wurde eingestellt und er hat uns gesagt, in ungefähr 1000 Kilometern müssen wir das einfach noch mal ein bisschen nachstellen. Weil wenn er das jetzt zu doll einstellt, dann kann es sein, dass die Handbremse während dem Fahren anfängt zu schleifen. Ja, wir müssen da jetzt einfach mal drauf vertrauen, dass das alles so korrekt ist, aber jetzt funktioniert sie wenigstens. Und wenn ich die Handbremse anziehe, dann rollen wir jetzt auch nicht mehr weiter. Und ja, wir machen uns jetzt mal auf den Weg in den Osten der Insel und haben gleich noch einen schönen Stopp bei Gretas einzigen Süßwassersee geplant. Mal schauen, ob man da gut stehen kann. Ich würde mal sagen, das Wetter ist gut. Mein Frühstück ist hier vorne. Zwei leckere Donuts und dann sehen wir uns gleich am Süßwassersee. Ja, hier riecht es nach Abflüssen. Guck mal, da oben sind die Restaurants, da unten sind noch Funk. Ach ja. Ja, ansonsten war hier alles zu. Die ganzen Geschäfte da oben. Ja, ich glaube, im Sommer ist hier richtig viel los und dann sieht das alles auch nochmal natürlich ein bisschen schöner aus, wenn die Sonne scheint. Heute haben wir so einen grauen Tag erwischt, aber nichtsdestotrotz sieht es, finde ich, auch ganz nice aus. Ja, viele Baustellen, halt alles zu, sieht dann immer so ein bisschen unordentlich aus, aber ich kann mir vorstellen, im Sommer ist hier bestimmt richtig viel los. Ja, ist auf jeden Fall schöner, aber auch viel mehr los, überall dann Tretboote im Wasser. Ja. Ich weiß nicht, ob das der einzige Süßwassersee ist, wie ich vorhin erwähnt habe, aber ich habe das irgendwo mal gelesen. Aber ihr könnt ja gerne nachgoogeln und mich korrigieren. Und ja, dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.